Hallo ihr Lieben, für mich kann Weihnachten ja gar nicht früh genug losgehen und deshalb zeige ich euch heute ein weihnachtliches Frühstücksrezept, ein French Toast mit Orangen und Kaki. Und das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox und ich starte schon mal mit dem Sirup für die Früchte. Den Orangensaft und den Ahornsirup lasse ich jetzt so 7 bis 10 Minuten sprudeln zum Sirup einkochen. Ich zeige euch jetzt mal, wie man eine Orange filetiert. Ihr schneidet oben und unten ein Stück ab. Dann habt ihr hier einen Stand und das ist schon mal frei. Und dann geht es darum, das ganze Weiß, also die ganze Schale abzuschneiden. Und dann setzt ihr das Messer so an und guckt auch ein bisschen natürlich, dass ihr das Weiß abschneidet. Und versucht das, es sollte schon scharf sein, das Messer, hier immer entlang vom Fruchtfleisch runterzuschneiden. Das sieht jetzt irgendwie kompliziert vielleicht aus, ist aber total einfach. Okay, das sieht doch schon mal super aus. Ich nehme jetzt eine Schale, die stelle ich drunter, weil da kommt relativ viel Saft raus. Und dann seht ihr das, hier sind so weiße Trennhäutchen, das kennt ihr ja auch vom Essen, da ist ja eine kleine Haut um die Orange. Und die wollt ihr aber nicht mehr haben. Das heißt, man schneidet so ein bisschen schräg, wie das Filet auch eigentlich ist, direkt an diesen Trennhäutchen lang. Jetzt auch hier wieder so ein ganz bisschen schräg. Und dann hier ein bisschen rein, um das abzutrennen. Dann kommt es rausgefallen. Und so macht ihr das jetzt einfach rundherum. Weiter geht's mit der Kaki. Die schneide ich jetzt in Spalten. Warmes Obst oder Kompott ist im Winter ja mein absolutes Lieblingsdessert. Was macht ihr denn gerne im Winter? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Mein ganzes Obst gebe ich jetzt hier in den Sirup und rühre das unter und lasse es dann richtig schön durchziehen. Und dann geht's weiter mit der Eiermilch. Da schlage ich jetzt erstmal 3 Eier rein. Und Zucker. Dann noch Zimt. Und natürlich Milch. Bevor ich jetzt die Brioche-Scheiben hier in die Eiermilch eintunke, erwärme ich mir erst ein bisschen Butter in der Pfanne, weil wenn die so lang da drin liegen, dann werden die so ein bisschen matschig. Mmh, ich liebe ja Brioche. Die tunke ich jetzt hier ein und jetzt nehme ich die mit einem Heber hier raus, lasse das ein bisschen abtropfen und dann so, gehen die in die warme Butter. Am besten bratet ihr die nicht zu heiß, weil das brennt mit dem Zucker natürlich schon relativ schnell an. Mmh, die sehen toll aus. Die richte ich jetzt an. Und jetzt kommen natürlich noch die tollen Früchte dazu. Gebt ihr einfach da drauf. Und natürlich noch den Sirup, den nicht vergessen. Und zum Hübschmachen noch ein bisschen Pistazie. So, fertig ist mein weihnachtliches Frühstück. Das kann ich jetzt probieren. Das sieht richtig toll aus. Mmh. Oh, das schmeckt so lecker. Mmh. Müsst ihr unbedingt nachmachen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit.